Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Meinungsstudie, Meinungsumfrage. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie heute zu uns ins Haus gekommen sind, um an unserer ASMR Tingle Spa Center Umfrage teilzunehmen. Ich freue mich und danke Ihnen schon einmal im Namen unseres Teams und vor allen Dingen im Namen unseres Auftraggebers, das Tingle Spa Center, eine moderne, dynamische, junge Start-up-Firma, die im Zuge ihres Projektes, nämlich ein Tingle Spa Center zu eröffnen, einige wichtige Themen geklärt haben möchte. Sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es um ihr ASMR-Nutzungsverhalten, ihre Vorlieben in Bezug auf ASMR, denn in diesem Center wird es in Zukunft personalisierte ASMR-Sessions geben für die Kunden, für Menschen, die ASMR lieben und die ASMR nutzen für ihre Entspannung, für Erholung und wie Sie als wahrscheinlich eingefleischte ASMR-Nutzer wissen, steigt die Nachfrage immer mehr nach dieser Art von Entspannung, weshalb der Markt sich immer mehr ausdehnt, auch in das Real Life, das heißt in unser tägliches Leben. Und somit gibt es immer mehr Menschen, die ASMR auch im Alltag live von Angesicht zu Angesicht anbieten möchten. Und um die bestmögliche, um den bestmöglichen Service bieten zu können und um individuell auf die Gäste eingehen zu können, ist es von großer Bedeutung, wichtige Informationen über ihre ASMR-Vorlieben herauszufinden, um herauszufinden, ob es über die vielen ASMR-Nutzer hinweg bestimmte Muster gibt, die immer wieder auftauchen. Ein Muster, das sich in einem Servicebereich umsetzen lässt. Und hierzu hätte ich, wenn Sie mögen, einige Fragen an Sie zu Ihren ASMR-Vorlieben in Bezug auf die Künstler, die Sie sich ansehen auf YouTube. Ob Sie auch bereits schon außerhalb von YouTube ASMR nutzen, bereits vielleicht schon einmal bei einem ASMR-Retreat oder einer Live-Session waren, ob Sie das überhaupt kennen und auch, wie sich in Ihrem Umfeld ASMR ausbreitet, ob Sie darüber reden. Und dabei soll es in dieser Umfrage gehen. Zunächst einmal würde ich ein paar demografische Daten von Ihnen erheben. Ich werde keinen Namen notieren, keine Sorge. Diese Umfrage ist vollkommen anonym. Es geht lediglich um die Informationen dahinter. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie die Fragen beantworten, natürlich wahrheitsgemäß. Denn wir brauchen ehrliche Antworten, um unserem Auftraggeber die wichtigen Informationen zukommen zu lassen, sodass dieses Start-up-Unternehmen
ein wunderbares, auf sie zugeschnittenes Tingle Spa Center ins Leben zu rufen, dass das ihren Bedürfnissen gerecht wird, okay? Haben Sie bis jetzt, bis hierhin, Fragen zum Tingle Spa Center, zu dieser Umfrage? Ja, natürlich, Sie erhalten, wie wir es Ihnen in der E-Mail schon mitgeteilt haben, Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung dafür, dass Sie hier waren. In jedem Fall. Denn Ihre Zeit ist kostbar. Die Informationen, die Sie uns zukommen lassen, sind sehr, sehr kostbar. Das wird dann im Anschluss geschehen an dieses Interview, okay? Sonstige Fragen? Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir los mit dem eigentlichen Interview. Okay, dann schaue ich kurz in den Computer, um meinen Fragebogen aufzurufen. Und zwar würde ich erst einmal 3 kurze demografische Daten von Ihnen abfragen. Und zwar ist die erste Frage Ihr Alter. Okay, vielen Dank. Und das Geschlecht? Und wenn ich fragen darf, wie gesagt, alles ist ja anonym. Was ist Ihr Familienstand? Ledig? Verheiratet? Verwitwet? Vielen Dank. Und nun geht es auch schon los. Es warten insgesamt 13 Fragen auf Sie und 12 davon sind im ganz Speziellen bezogen auf Ihr Nutzungsverhalten, welche Vorlieben Sie bei ASMR haben, okay? Gut, dann beginnen wir mit der ersten Frage. Wie lange in Monaten oder Wochen oder gar Tagen nutzen Sie bereits ASMR-Videos zum Entspannen? Wie lange sind Sie schon dabei und haben ASMR-Videos entdeckt? Ganz nur schätzen, es muss nicht so genau sein, nur eine grobe Orientierung. Gut, sehr gut, danke. Die zweite Frage. Wie häufig sehen Sie sich ASMR-Videos in einer gewöhnlichen Arbeitswoche an, also nicht im Urlaub oder Feiertag, sondern eine ganz normale alltägliche Arbeitswoche? Wie häufig? Also das bedeutet, an wie vielen Tagen der Woche? Und gerne auch, wie viele Stunden eventuell oder Minuten sehen Sie sich diese Videos dann an? Diese Frage kommt später nochmal, aber ich notiere es gerne gleich im Zuge dieser Frage. Also an wie vielen Tagen in der Woche schauen Sie sich ASMR-Videos an? Wow, fast täglich, okay. Okay, super. Und bevorzugen Sie eher längere oder kürzere ASMR-Videos? Länger bedeutet in diesem Fall mehr als 30 Minuten und kürzer unter 30 Minuten. Ja, es ist nicht einfach, eine allgemeingültige Aussage zu treffen.
Und nun kommen wir zur nächsten Frage. Wie lange sehen Sie sich im Durchschnitt ein ASMR-Video an in Minuten? Fügen Sie hierbei gerne die Dauer der Minuten zusammen, wenn Sie auch mehrere Videos hintereinander sehen. Also es geht nicht nur um ein Video, sondern wenn Sie dazu tendieren, nach einem Video ein neues Video zu beginnen, weil Sie noch nicht so entspannt sind, wie Sie es vielleicht gerne hätten, versuchen Sie ungefähr einzuschätzen, zu berechnen, wie viele Minuten Sie an einem Tag oder Abend ASMR-Videos sehen, egal ob diese Videos von unterschiedlichen Künstlern sind, ASMR-Künstlern oder nur von einem. Wie viele Minuten sind das in etwa? An einem ganz gewöhnlichen Tag. Vielen Dank. Und weiter geht's. Zu welcher Tageszeit bevorzugen Sie diese Videos anzusehen? Mögen Sie es lieber tagsüber zwischendrin, sich solch ein Video anzusehen oder eher abends beispielsweise vor dem Zubettgehen? Wunderbar, vielen, vielen Dank. Kommen wir zur Frage 6. Spielt es eine Rolle für Sie, ob der ASMR-Künstler, die ASMR-Künstlerin männlich oder weiblich ist? Wenn ja, weshalb? Ja, haben Sie eine Tendenz, ob Sie eher weibliche oder eher männliche Künstler ansehen? Okay. Und wenn, weshalb, also können Sie sagen, weshalb Sie ausgerechnet Ja, sagen Sie es ruhig frei heraus. Dieses Interview ist vollkommen ohne Wertung. Das ist Ihre persönliche Präferenz und das respektieren wir. Wir sammeln nur Informationen. Das notiere ich. Wunderbar, vielen Dank. Als nächstes. Worauf legen Sie bei einem ASMR-Künstler bzw. Künstlerin besonderen Wert? Beispielsweise auf das Alter, das Aussehen, die Stimme, die Art der Darbietung, der Trigger, also ob das eher etwas schneller dargeboten wird, etwas sanfter, oder sollte der ASMR-Künstler, die ASMR-Künstlerin zusätzliche Eigenschaften haben wie unterhaltsam, oder eher ruhig, wenig sprechen, viel reden. Haben Sie da eine bestimmte Präferenz? Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Also worauf legen Sie bei einem ASMR-Video beim Künstler besonderen Wert? Was beruhigt Sie bei einem ASMR-Künstler besonders? Spannend. Ja. Okay. Sehr interessant. Wunderbar. Sehr gut beantwortet. Danke für die vielen Informationen. Je detailreicher, desto besser für uns natürlich. Frage Nummer 8. Welche Stimmung bevorzugen Sie in ASMR-Videos?
beispielsweise was den Hintergrund anbelangt, die Beleuchtung, also die Helligkeit, eher simpel, viele Requisiten, also viele Details, eher ganz dunkles, schummeriges Kerzenlicht. Haben Sie da eine bestimmte Präferenz, was die ganze Atmosphäre in einem Video angeht? Ja, super. Sehr schön, dass Sie so reflektiert sind und so genau sagen können, was Sie mögen. Das ist für uns wirklich sehr wertvoll. Häufig gehen wir durchs Leben, nutzen Dinge, Sachen und machen uns nicht viel bewusste Gedanken darüber, warum wir diese Menschen mögen oder diese Situation aufsuchen. Und Sie scheinen ein sehr reflektierter Mensch zu sein, der sich sehr gut kennt, ein sehr aufmerksamer Mensch. Das ist für uns ja der ideale Studienteilnehmer, also vielen, vielen Dank. Das notiere ich. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Okay, wunderbar. Die Frage 9, wir nähern uns dem Ende. Haben Sie spezielle ASMR-Trigger, auf die Sie besonders ansprechen mit einem Tingle-Gefühl, mit diesem Kribbeln? Gibt es bei Ihnen bestimmte Gegenstände, Geräusche, visuelle Eindrücke, die recht zuverlässig und schnell dieses angenehme Kribbelgefühl auslösen? Haben Sie da etwas für sich entdecken können oder wechselt dies? Okay, das würde ich dann notieren. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, das sind einige sehr beliebte Trigger dabei, die Sie nennen. Sie sind nicht die erste Person, die das erwähnt. Das ist schon mal sehr spannend, ein Muster zu erkennen. Ja, wunderbar. Nun kommen wir zur Frage 10. Suchen Sie im Besonderen nach diesen Triggern, wenn Sie ASMR-Videos auswählen? Oder ist es einfach nur eine Feststellung, die Sie über die Zeit getroffen haben und freuen sich, wenn der ein oder andere dieser Trigger in einem Video auftaucht, aber es ist kein Muss für Sie, dass dieser Trigger zwingend in einem Video dabei sein muss? Also haben Sie bestimmte Schlüsselwörter, die Sie bei YouTube beispielsweise eingeben, um gezielt nach bestimmten Inhalten zu suchen? Okay, das wechselt. Okay, das ist nicht immer so. Ja, das notiere ich in jedem Fall. Jetzt kommen wir zur Frage Nummer 11 und dies ist die Frage,
ist Ihnen das persönliche Angesprochenwerden in einem Video bzw. bei einer ASMR-Behandlung wichtig? Oder bevorzugen Sie eher das stille Beobachten des ASMR-Künstlers, der ASMR-Künstlerin, auch unintentional ASMR genannt, also unbeabsichtigtes ASMR, was man oft im Alltag in kleinen Momenten erleben kann, die natürlich nicht gescriptet sind. Was ist Ihnen da am liebsten? Möchten Sie lieber im Hintergrund sein als stiller Beobachter? Oder lieben Sie es ganz persönlich, einbezogen und angesprochen zu werden? Okay, da setze ich das Häkchen rein. Wunderbar. Und nun zur vorletzten Frage, dann haben Sie es auch schon geschafft. Zappen Sie gerne zwischen mehreren Künstlern hin und her oder haben Sie eher einen speziellen ASMR-Künstler, eine spezielle ASMR-Künstlerin, die Sie immer wieder am liebsten aufsuchen? Also Sie interessieren sich schon für neue ASMR-Künstler auch, aber kommen doch am liebsten zu den altbewährten Künstlern zurück. Okay, super. Darf ich Ihnen eine kleine Zusatzfrage hier stellen? Haben Sie denn einen speziellen Lieblingskünstler oder sind es mehrere Lieblingskünstler? Also Sie haben schon ein bis zwei Lieblinge, bei denen Sie sich sozusagen besonders wohlfühlen. Ja, verstehe, Dankeschön. Und nun kommen wir noch zur letzten Frage, die sich mit dem Thema ASMR im Alltag unter den Menschen als Gesprächsthema beschäftigt. Die letzte Frage lautet: Unterhalten Sie sich mit anderen Menschen, beispielsweise Verwandte oder Freunde, Arbeitskollegen, über ASMR? Oder ist Ihnen dies eher unangenehm und Sie behalten es eher für sich? Ja. Okay, danke schön. Sie wissen also genau, mit wem Sie darüber reden können und bei wem es eher nicht so passend ist und eher unangenehm. Sie können das gut einschätzen, okay. Sie tasten sich immer mal heran an die Person und wow, Sie hatten also schon einmal die Erfahrung gemacht, dass jemand anderes Sie angesprochen hat darauf. Und Sie waren erleichtert, ja. Das ist natürlich einfacher, wenn man angesprochen wird, als wenn man darüber selber redet. Es ist ja noch eine Nischenkategorie im Bereich der Entspannung, aber ASMR wächst enorm. Sie wissen sicherlich auch, dass es das schon im Fernsehen als Beiträge gab. Ja, es breitet sich enorm aus auf der ganzen Welt. Und wir als Meinungsforschungsinstitut freuen uns natürlich für unseren Auftraggeber, dass er eine gute Nische gefunden hat, um Menschen etwas Gutes zu tun und natürlich auch sich selbst zu verwirklichen. Diese Menschen sind wirklich mit Herzblut dabei, ihr Unternehmen aufzubauen und den Menschen Entspannung und Ruhe und eine angenehme Zeit zu verschaffen. Und sie haben auch darüber gesprochen, dass wenn sich ihr erstes
Gebäude sozusagen, also ihre erste Filiale. Filiale ist auch nicht das richtige Wort, aber eben der erste Ableger, wenn er sich als erfolgreich erweist, dass sie unbedingt auf der ganzen Welt solche Tingle Spa Center aufbauen möchten, sodass auch andere Menschen in anderen Kulturen ASMR nutzen können. Und unser Meinungsforschungsinstitut ist in verschiedenen Ländern beheimatet. Und dort befragen wir natürlich die ansässigen Menschen ebenfalls. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass unter allen Menschen ähnliche Vorlieben bestehen im Bereich ASMR, sondern wir müssen sicher gehen, ob es auch interkulturelle Unterschiede gibt. Und deshalb beginnen wir gerade erst in Deutschland, weil die Auftraggeber deutsch sind. Und dann sind wir sehr gespannt. Wir werden als Meinungsforschungsinstitut natürlich dadurch weiter auf dem Laufenden gehalten, da wir die Studien durchführen. Und einige von uns hier im Haus sind selber fleißige, leidenschaftliche ASMR-Genießer. Nicht alle hier, aber es gibt einige, die das auch sehr regelmäßig, genau wie Sie, genießen und aufsuchen. Mich eingeschlossen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie hier sich die Zeit für uns genommen haben, uns Ihre wertvollen Gedanken mitzuteilen. Ihre Aufwandsentschädigung werden Sie, wenn Sie diesen Raum verlassen, rechts aus der Tür gehen, den Gang entlang bis zum Ende, die linke letzte Tür hinein, werden Sie dort bei meiner Kollegin erhalten. Und wenn Sie mögen, halten wir Sie gerne auf dem Laufenden über die Ergebnisse dieser Studie. Dazu würden wir uns, wenn wir ein Verständnis haben, per E-Mail nochmals bei Ihnen melden. Ihre E-Mail haben wir. Wir haben bereits ja schon kommuniziert. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe. Noch viele erholsame, entspannende Minuten, Stunden. Und vielleicht, wer weiß, dürfen wir Sie irgendwann einmal in den nächsten Monaten im Tingle Spa Center begrüßen, die Auftraggeber würden sich sehr, sehr freuen, denn es ist natürlich nicht unwesentlich, in dieser Studie auch gleich potenzielle Kunden zu gewinnen. Wie gesagt, es ist alles freiwillig, nur wenn Sie sich dafür interessieren, aber es bietet sich natürlich an, da sie eben im Aufbau sind, da wir als ASMR-Nutzer natürlich auch gerne das Ganze ausprobieren möchten, wenn es soweit ist. Ja, dann alles, alles Liebe für Sie. Vielen, vielen Dank nochmals, dass Sie hier waren. Und kommen Sie gut nach Hause und haben Sie noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.